Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und diesmal wieder mit dem Versuch der Adept Challenge. Heute mit Adam. Erstmal gegen Heu laufen. Das kann ich gut. Hier macht jemand einen Totem. Ja, Billy. Hallo, du machst einen Totem. Ja, wir spielen gegen Billy. Okay. Er hat im Feld natürlich freie Fahrt. Das ist schwierig. Kann schwierig für uns werden. Aber ich erkläre euch erstmal Adams Talente. Und zwar seht ihr da unten schon halb aufgeladen quasi. Ein Teil aufgeladen. Ablenkung. Solange ich im Terrorradius des Killers bin, lädt sich dieses Talent auf. Und wenn es voll aufgeladen ist, kann ich ein Ablenkungsmanöver starten. Also ich werfe quasi ein kleines Steinchen und der Killer bekommt dann da, wo der Stein landet, den man nicht sieht, ein Knallgeräusch und Kratzspuren. Das heißt, ne, Ablenkung halt. Das zweite Talent von Adam ist Autodidakt. Wenn ich jemanden heile, gibt es erst ein paar Skillchecks, wo wir einen Minusfortschritt bekommen. Ich glaube, 2 oder 3 Skillchecks. Und danach jedoch haben wir einen super krassen Fortschritt beim Heilen, wenn wir einen Skillcheck treffen. Und das dritte Talent von ihm ist Befreiung. Wenn ich einen Survivor sicher vom Haken gerettet habe, kann ich mich danach am ersten Haken selber befreien. Ich bin danach zwar gebrochen, kann eine Weile nicht geheilt werden, aber wenn ich sehe, es kommt halt absolut niemand, kann ich selber vom Haken springen. Mal gucken, ob wir davon Gebrauch machen können heute. Oh. Das ist böse. Kann es sein, dass der Billy noch übt? Ich muss sagen, mit Billy komme ich auch nicht so gut klar. Gerade das Lenken ist gar nicht so einfach. Also, wenn man sägt, da habe ich auch so ein paar Problemchen mit. Bin gerade voll erschrocken. Ich glaube, Ace auch. Geh mal lieber an Jen. So, da war übrigens der erste Autodidakt-Skill-Check. Die gehen einfach woanders hin. Hat Billy... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, hat Billy aufgegeben? Das wäre echt... Ah. Ich kann's fühlen. Billy muss man echt üben. Da finde ich die Nurse aktuell einfacher zu spielen als Billy. Ich hoffe nur, er fängt jetzt nicht an zu campen, nur weil er da jetzt jemanden im Keller hat. Zieh mal hier durch. Ace und Clue, die sind ja unterwegs. Aber nicht, dass die sich jetzt auch denken, Adam geht schon retten. Jetzt hier jeden verlieren ist unnötig. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es noch vor der zweiten Phase schaffe. Zumal Billy Clüdi wahrscheinlich. Okay. Ace war unten. Dann mache ich kurz das Totem weg und dann gehe ich rüber. Falls die anderen nicht rübergehen. Dann hat jetzt hier hinten die Gens weg. Das heißt, die sind alle da vorne.
Warum winkt sie? Mac schon da? Wow! Er kam von da. Oh oh. Hängen geblieben. Der ist gar nicht so schlecht. Jetzt foppt er uns hier. Aber ich kann mich selber befreien. Ich habe Klödi sicher gerettet. Und ich kann jetzt selber springen. Aber... Nee, 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 nee. Bitte nicht. Oha. Kommt sie in den Keller? Ja. Mal schauen. Die andere kommt auch zu uns. Okay, Ace geht los. Ich habe im Feld halt hier nichts. Ups. Ups. Gut. Ich versuche zu Klödi zu kommen. Da hat er aber mehr Glück als Verstand, dass er Klödi getroffen hat, als ich ausgewichen bin. Ich muss mir einen anderen Gen suchen. Da vorne ist zu viel Action. Wir gehen mal auf der anderen Seite gucken. Können wir Autodidakt gut nutzen? Also so einigermaßen. Ha, hier sind alle drei Generatoren. Richtig doof. Es ist halt unsere eigene Schuld jetzt. Aber nicht die Hoffnung aufgeben. Ace und ich, wir können halt noch hängen. Ich weiß ja nicht, ob der Tüftler hat. Wir müssen aufpassen jetzt. Ja. Tüftler dürfte jetzt nicht nochmal triggern, weil es erstens einen Cooldown hat und zweitens waren wir nicht unter 70%. Wo sind die Ausgänge? Da und da. Hm. Ist für einen Billy keine Entfernung, muss ich sagen.
Billy sollte da schnell von A nach B kommen. Ihr Ausgang ist offen. Ich gehe außenrum zum anderen Ausgang. Ein bisschen Schiss sonst. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was mit Mac ist. Aber wir haben die Adapt Challenge geschafft. Juhu. Der Billy hat echt nochmal, nachdem drei Gens an waren, richtig Gas gegeben. Mac ist auch raus. Doch, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Runde. Muss ich sagen. Ich könnte mir. Oh, er macht seine Vor. Also seine Adapt Challenge macht er. Es besteht mir irgendwann vielleicht auch noch bevor. Ich überlege mir das noch, ob ich die Killer Adapt Challenge auch mache. Dafür spiele ich halt aber einfach zu wenig Killer, glaube ich. Als dass ich das schaffe. Aber wir haben unsere Adapt Challenge geschafft. Das ist doch das, was zählt. Und mit einem positiven Gefühl verabschiede ich mich jetzt aus dieser Runde. Ich freue mich, dass wir einen weiteren Survivor abhaken können. Und was geht mit unseren Haaren eigentlich? Waren die nicht gerade eben noch da? Irgendwie haben die gerade so geblinkert. Geblinkt, geblinkert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr immer da seid. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und bis dahin macht's euch schön. Tschüss!